Wir stehen auf, während sie brav an den Schreibtischen sitzen. Hypnotisiert von TV und Zeitungsberichten. Für mich sind die meisten Journalisten Meinungsfaschisten, denn sie stellen ihr Image über die Verbreitung von Wissen. Ich sehe Wahrheit in Kleinkinderblicken. Ich sehe Arbeit ist zeitlich befristet und es wird Leistung erschlichen, während Politiker bei Maischberger sitzen, scheiße Berge ignorieren und diskutieren über Feinstaubartikel. Das Internet ist voller Kriegsberichte, Blackout-Warnung, Klimagipfel. Angst ist eine Währung und ein viel zu lukratives Business. In einer Welt, in der dir Kiddies Heroin verticken und Junks anstatt Familien am Spielplatz sitzen, erzählt ihr auf Instagram den Kindern was von Modelinien. Wir erzählen den Kindern was vom Brot verdienen. Ihr erzählt den Kindern was vom Kokadilen. Ich erzähl den Kindern für Handy-Akkus sterben Kinder in Kobaltminen. Die Millionen-Deals im Schatten der Corona-Krise. Ich mach euch ein Bild davon, als würde ich ein Foto schießen. Der Bürger bürgt für den größten Wahn der Hochelite und reißt sich jeden Tag den Arsch auf für die Monatsmiete. Hauch ihr Leben ein, die Wahrheit sieht tot aus. In einem Einzimmer-Apartment im Hochhaus. Auf der Suche nach bezahlbaren Wohnraum. Denn bist du arm, stellt man dir das Gas und den Strom aus. Sie warten Lebensmittel für ein biblisches Ende. Aber Hauptsache das Klopapier riecht nach Lavendel, während Junkie-Musiker an ihren Tiefpunkten enden. Denn Linien-Getränken macht Riesentalente zu Klinikpatienten. Sie labern von Mios, Kies und Streaming-Präsenzen. Doch schauen beim Schnitt, machen zu wie Chirurgieassistenten. Sind verstrahlt wie Fukushima-Gelände und unterhalten sich nur über Klicks wie Namibia-Stämme. Mein Rap ist ein Lebenszeichen an der Niemandslandgrenze. Für meine innerliche Wüste wie Granini-Sachstände. Wenn ich die Pfeifen in die Tasche steck wie Schiedsrichterhände, dann schreit selbst deine Mama, sieht da Mama Mia, komprende. Ich mach genau, was ich fühl, pack Emotion auf den Beat. Denn gegen meine Kopfschmerzen hilft kein Thomapyrin. Ich nehm das Mic und lauf los Richtung Ziel. Lauf mit der Ausdauer eines hochmotivierten Profisportteams. Ich bin Macher aus Prinzip und so rap ich meine Parts. Wenn ihr nicht passt, was ich mach, ja dann wechsel den Kanal. Wenn du mich hasst, ja dann hasst mich. Aber check, was ich dir sag, sinnloser Hass macht die Welt sicher nicht besser, das ist klar. Die Generation hate, ich bin's im Endeffekt gewohnt. Ich hoffe, du kannst zufrieden sein, bevor der Sensenmann dich holt. Gib's dein halbes Leben und dein letztes Hemd für die Nation und bis zum Dank dafür im Rentenalter, Bro. Sag, was wären wir ohne Spaltung für ein Menschenaufgebot? Sag wieso, reichen sie sich nicht die Hände in der Not? Sag wieso, teilen sie nicht mit Selbstverständlichkeit ihr Brot? Sag wieso, sag schon, sag los, bevor es kentert dieses Boot. Scheint ein Licht in der Finsternis, dann steht Mengs am Mikrofon. Jedes Sample flow ich tot und alle Lämpchen leuchten rot. Sag meine Meinung, auch wenn Cancel Culture droht. Altersarmut löst sich nicht in Luft auf durch eine Gender-Diskussion. Gib mir den Beat, Mann, und es scheppert wie Silvesterfeten. Das ist die Betonwand hinter deinen hässlichen Dreckstapeten. Der Gesandte eines weit entfernten Rap-Planeten. Mengs, Digga, konzentrierter Junkie, der mit Ketten sägen. Texte pegel heftig, viel zu hoch für deine Messgeräte. Viel zu ehrlich und direkt, um ihn schlecht zu reden. Glückseligkeit, es gibt sie auch im echten Leben. Ich weiß, dass sie existiert, ich sah sie um die Ecke gehen. Rapper verteilt Packets so wie Heifernet. MPZ verteilt Bretter wie Old Shatterhand. In einer Welt, in der sich Popmusiker Rapper nennen, sag ich, was ich denk und der Kanal wird geshadowbanned. Ich steck mein Herz in Rap und das Kabel in das Mic. Es kostet Bares und viel Fleiß, Arbeit und viel Zeit. Doch packst du die Wahrheit in die Zeilen? Was dann? Bist du Startwein Nummer 1? Sie sagten, Chemtrails ist nur eine Schwachsinnstheorie. Heute Geoengineering, wenn sie Schachbrettmuster ziehen. In den Menschen steigt der Hass. Doch was macht die Politik? Sie quatschen Waffen vom Frieden, aber liefern Waffen für den Krieg. Erzeugen Massenhysterien und einen Klassenunterschied. Alle laufen hinterher, sie spielen das Rattenfängerlied. Du kannst nur was ändern, wenn du etwas schaffst in diesem Spiel. Und genau deshalb sind wir Macher aus Prinzip. Kind der 90er, ich scheiß auf deine Playlist-Plätze und verbreite Oldschool-Message, als ob ich ein Pager hätte. Denn mein Alltag macht graue Haare und leere Paper-Päckchen. Und Brain Damage, wie alte Slim Shady Texte, Ballerzeilen in Haterknechte, die mich hassen für mein Heimatstolz und mir schreiben mit faker Mailadresse. Ihr seid nicht echt, wer echt ist, der muss nicht für Fake Streams blechen. Sie wissen, ich hab recht und komme mit faken Lächeln, die Facelift fressen, aufrichten in Engpasslage. Anstatt Existenzangst haben, ich geb immer gleich viel Gas, als falsch mit Tempomaten. Menschen verzweifeln an Wänden, Mucke ist mein Enterhaken. Und wenn du mein Weltbild teilst, sowas wie der Fensterrahmen, denk mal nach, alle wollen Nachhaltigkeit und ihr Immunsystem wird nachhaltig gebumst. Schädigend die wenigsten fragen sich warum und leben noch im festen Glauben, ihre Nahrung wäre gesund. Monsanto, Bayer, Motiv ist die Kohle. Agrar und Pharma, Chemie für den Boden. Manipuliertes Saatgut ernährt viele Millionen. Und der kleine Mann bezahlt für Industriemonopole und ernährt sich nur von Dreck. Jetzt mehr ernsthaft glaubst du echt? Diese Generation scheißt drauf, wir werfen alles weg. Will die Welt retten, doch sitzt mit nem Erdbeerscheifen weg. Hauen sich alles rein und die Chance auf ne Herzattacke wächst. Und der Hass auf mich, denn ich sag's ihnen ehrlich und direkt. Sie hassen mich, doch wissen tief in ihrem Herzen, ich hab recht. Sie hassen mich, denn das ist mehr als nur ein Track. Das sind 112 Bars in 3 Stunden, Digga, mehr als nur ein Text. Sie checken nicht, was echt ist, denn ihr Bauchgefühl ist ausgekühlt. Doch kommentieren, Kleinkarier. Du schenkst doch, bietest keine Lösung an. Doch die Lösung liegt bereits in dir.